Wenn Lenz und Lord, den beiden Norica-Hengsten der Stiegl-Brauerei zu Salzburg, das schönste Pferdegeschirr angelegt wird, dann heißt es Bierkutsche ziehen oder einen gut 30 Meter langen Maibaum. In diesem Fall Letzteres. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Die Prangerschützen bereiten sich auf den Startschuss vor. Ein erstes Gruppenfoto wird gemacht. Und uns interessiert, wie die Krödiger Landjugend zur Ehre des Maibaumaufstellens kommt. Ja, wir sind halt vor 2 Jahren zu der Ehre gekommen, dass wir kommod beieinander gesessen sind. Und dann haben wir uns gedacht, schauen wir mal zur Stiegl-Brauerei, ob vielleicht die so einen Baum vorbereitet haben. Und ja, dann sind wir mal umgefahren schauen und dann haben wir ihn halt gefunden. Aber genaueres, wie wir den dann rausgestellt haben aus der Halle, das darf man nicht sagen. Sie haben es sich sozusagen redlich verdient. Und glücklicherweise ist der Weg zur Stiegl-Festwiese nicht allzu weit. Dort wartet man schon auf den rund 1600 Kilo schweren Protagonisten und auf die vielen Köstlichkeiten in flüssiger und fester Form, die bei diesem Fest feilgeboten werden. So auch feinstes Bio-Ochsenfleisch vom ganzen Ochsen aus dem Stiegl-Gut Wilshut. Die Zubereitung im Ganzen, eine Meisterleistung. Also zuerst einmal werden wir den Ochs ganz normal einhängen und dann werden wir den würzen mit einem eigenen Gewürz und dann lasst ihn ziehen. Und dann, wenn er sich dreht, tut er sich gleichzeitig selber fetten und dann braucht man nicht einmal mehr einschmieren. Und natürlich ist auch die Beilage etwas, was dazu passen muss, oder? Das auf jeden Fall. Also man kann jetzt nicht jede beliebige Beilage nehmen, wie jeden beliebigen Salat, würde ich jetzt immer behaupten. Also in dem Fall haben wir jetzt Semmelknödel und Krautsalat. Also das ist meiner Meinung nach die beste Wahl. Und dazu ein frisch gezapftes. Auf und abseits der Festwiese, da tut sich einiges. Die Stimmung, sie ist ausgelassen. Es gibt eine Unzahl an Höhenpunkten, aber mit Abstand das Schönste ist einfach das, dass wir Stiegler zueinander stehen, dass wir zusammenhelfen und dass wir an einem Strang ziehen und solche Feste, wie wir seit da feiern. Ich würde sagen, das ist das drittgrößte Volksfest in der Stadt Salzburg nach Duitt und Roberti. Wir machen das alles möglich mit unserer eigenen Manpower, durch unsere Stiegler. Die auch dafür Sorge tragen, dass sich auch die Kleinsten wohlfühlen. Man kann es definitiv empfehlen, also wir waren total überrascht, es ist extrem weitläufig, es ist abgesperrt, die Kinder können herumlaufen, man braucht keine Angst haben, dass man von einem Auto irgendwie erwischt wird. Und wie gesagt, es gibt von Pferdereiten bis Kettenbratterfahren bis Kinderschminken alles, also wie eine große Duld. Wie eine große Duld und dem Lionel, wie gefällt es dem Lionel? Gut. Und so vergeht die Zeit wie im Flug und dann heißt es auch schon. Sehr gut, Baum steht. Also nochmal, Baum steht ein Riesen. Und auf der Stiegl-Festwiese, da wird zuerst einmal das Stiegl-Fastl angeschlagen und weitergefeiert. Prost.